Hallo Leute, heute möchte ich euch sagen, warum ich unglaublich, unglaublich dankbar bin. Bis gleich. Hey Leute, was geht ab? Euer Sebastian aus Ulm hier am Samstagabend. Sehr spät schon. Und ich habe heute meine 14 von 5 Prüfungen geschrieben und die ist ja ganz gut gelaufen. Bin leider nicht fertig geworden, habe mal wieder den Zeitmangel gehabt, aber alles in allem bin ich sehr zuversichtlich und damit ist der größte Brocken jetzt mal geschafft. Die letzte Prüfung ist noch Grundzüge des bürgerlichen Rechts. Das, ja, bin ich ganz optimistisch, dass ich es auch noch hinkriege und dann habe ich es endlich geschafft. Ich habe ja lange schon mal davon geträumt, ja, immer, wo es immer um das Thema Rauchen ging, habe ich immer schon so oft nachgedacht, so wie könnte ich das Rauchen ersetzen? Wie könnte ich eine neue Form des Begeistertseins? Weil begeistert sein ist eigentlich das, was ich von Gras am meisten den Effekt, wofür ich das mache im Endeffekt. Also was mir am meisten gibt, einfach diese ultra krasse Begeistertheit, die ich da bekomme. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich mich high ohne was zu rauchen fühlen? Wie kann ich da irgendeinen Ersatz dafür finden, was das irgendwie dieses Bedürfnis von mir befriedigen kann? Und ich habe aber immer, dann bin ich eigentlich zu der Antwort gekommen, okay, es geht nicht. Es ist halt einfach eine substanzinduzierter Rausch und das kann man nicht ersetzen. Aber ich habe gestern das Gegenteil erfahren, irgendwie. Ich habe gestern Abend echt so für so 5 bis 10 Minuten einen Zustand gehabt, wo ich mich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben hundertprozentig high gefühlt habe. Einfach nur durch mein Leben. Ich war high on life. Das war unfassbar. Unfassbar. Ich habe da eine Sprachnachricht gemacht an einen Kumpel und habe, während ich die gemacht habe, habe ich einfach bemerkt, wie unglaublich high ich klinge. Sozusagen, ich klinge genauso, als wenn ich high eine Sprachnachricht aufnehme und komplett begeistert bin von allem. Und ja, habe einfach in dem Moment ist mir bewusst geworden, wie glücklich ich gerade bin und wie unglaublich perfekt alles war gestern Abend. Das war echt der absolute Wahnsinn. Noch drei Sprachnachrichten auf mich wartend von irgendwelchen Leuten, die ich liebe und wo ich einfach das gerne, ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, finde ich, so eine Sprachnachricht mit so einem grünen Punkt noch zu sehen, die noch nicht angehört wurde. Ich liebe das und habe mir von Robert Gladitz das neueste Video reingezogen und ich fand das ja so krass, so unglaublich, unglaublich fett. Richtig, ja, war einfach nur wunderschön. Bin allein jetzt schon so dankbar für 2018. 2018 hat schon so viel Veränderung in mein Leben gebracht und das Jahr ist noch nicht mal 2 Monate komplett alt. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Noch nicht mal Februar ist rum. Und ich bin schon echt, aber sowas von straight unterwegs. Das ist der Wahnsinn, echt. Richtig, 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 richtig krass. So dankbar. So, so dankbar. In dem Sinne, Namaste und wir sehen uns morgen wieder. Peace.